Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Wieder bei dem Football Manager 2020. Wir haben zwei Testspiele erfolgreich bis jetzt absolviert. Gegen unsere Zweitvertretung und gegen die Bohemians. Als nächstes würde Slavia Prag kommen, bevor es dann in Deutschland weitergeht. Und als letztes spielen wir gegen eine belgische Mannschaft, und zwar Charleroi. So, dann simulieren wir jetzt erstmal weiter. Braunschweigs Kader fürs Trainingslager. Autoauswahl inklusive junger Talente. Ja, machen wir doch mal so. Das kann alles mal angenommen werden. Das machen wir auch alles mal. Das machen wir auch beides. Ja, ich weiß, ich könnte das alles selber machen, beziehungsweise ich müsste es eigentlich auch, aber ich bin ehrlich, ich habe da gerade nicht so den Nerv drauf. In meiner anderen Karriere, die ich privat spiele, mache ich das meiste selbst. Bin ich in der vierten Saison. Ich glaube, 10 Spieltage, da spiele ich in der zweiten Liga. Ich bin auch Braunschweig, ich spiele in der zweiten Liga oben mit. Felix Burmeister, Spezialist, Martin Kubilanski, Physiotherapeut. Ja. Das ist natürlich echt ärgerlich, dass Kobylanski jetzt ausfällt. Gut. Jetzt müssen wir mal weitergehen. Jugendspieler, das kommt alles noch. Finanzen. Was wollte ich denn gerade? Ich hatte irgendwas im Koffer. Ich hatte irgendwas im Kopf, ich weiß es aber nicht. War hier irgendwas dabei? Den hätten wir natürlich gerne. Ja. Das ist alles viel zu viel. Vertraglos. Ein Torwart, ein 19-jähriger Torwart. Und Torwart brauchen wir nicht. Der Torwart ist gerade das Letzte, was ich brauche. Step, 26-jähriger linker Mittelfeld wäre eine gute Neuverpflichtung. Also ein intensiver Außenstürmer. Gucken wir uns den doch mal an. Den finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Ich verleihe mal meinem Interesse Ausdruck. Jo. Nee. Dann gucken wir mal. Frage. Ich werde mich nicht zu Transfergerüchten äußern. Das auf keinen Fall. Jetzt ein Kansa. Eieiei. Ein Kansa ist, ich sag mal so, bietet mir 300 und hier 30. Ich weiß, das ist utopisch. 250. Und hier 40. Die kommen mir echt noch entgegen. Hier gehen wir dann auf 240.
Das finden sie akzeptabel. Eieiei. Ups, jetzt habe ich einfach was Falsches gedrückt. Natürlich wird Bäcker verkauft. Was mache ich denn? Jetzt müssen wir auf jeden Fall nach Innenverteidigern gucken. Ja, mach erstmal, die müssen wir sowieso noch bearbeiten. Das machen wir alles schon noch. Innenverteidiger. Frage ist natürlich jetzt, wo gucke ich mich nach Innenverteidigern um? Mache ich das wirklich in der zweiten Liga? Steve Breitkreuz, der war schon mal bei Braunschweig. Den haben wir ja jetzt gerade wirklich verpflichtet. Vielleicht. Und könnt ihr schon mal das Interesse bekunden? Hamburg. Nee. Wir haben Hamburg ihn verleihen, das wäre ja auch immer was. Transferliste. Papadopoulos, den würde ich ja auch nehmen. Ich versuche es mal. Ja, das kann ich natürlich nachvollziehen. Dann lassen wir das. Natürlich kann ich das nachvollziehen. Hier, gucken wir mal. Hier, Zombie. 1,8. Ja, Hamburg fand ich jetzt auch nicht ganz realistisch. Dominik Schmidt. Der ist aber auch schon etwas älter. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr mir einen Tipp in die Kommentare schreibt, wen ich jetzt hier am besten verpflichte. Fröde. Der ist doch gar nicht so verkehrt. Der ist ja. Komm. Den möchte ich haben. Ich komm on. Ich kann hier noch ein bisschen was rausholen. Es wird hier noch mehr. Machen wir mal das Angebot. Sorry, ich bin im. Ich äußere mich jetzt mal nicht. Das Testspiel werden wir nicht mehr machen. Das nächste Spiel von ist morgen, dabei Testspiel auf Essen. Ja, meinetwegen. Sollen Sie das alles so machen? Zweite Mannschaft. Ja, akzeptiere ich wohl. Dann lobe ich den Ziegele und kritisiere den Pfitzner. Das kommt immer ganz gut an. Wurde abgelehnt.
Oerding und Zwickau. Putaro ist fit. Spielvorschau. Jetzt sind wir schon in der Spielvorschau. Das ist jetzt nicht das, was ich. Wo ich. Was ich wollte. Ja. Diese Folge ist jetzt nicht so lang gewesen, aber war doch auch nicht schlecht. Wir haben jetzt einen Kanzer verkauft. Den Bäcker war das. Den Bäcker. Ja, den Bäcker, den werden wir jetzt wahrscheinlich auch noch verkauft. Das heißt, wir haben ein echtes Problem in der Verteidigung. Und da müssen wir ganz strikt handeln. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja. Besucht mich auf Twitch, da heiße ich Mucka32 mit 2K. Lasst gern ein Abo da, kommentiert, bewertet. Das übliche YouTuber, bla bla. Es bleibt mir nichts weiter zu sagen als ciao, ciao, euer Mucka.